Hallo Leute, willkommen bei Wildlife Park 3. Dies ist Teil 10. Ja, wir haben hier gerade zwei Eisbären in ein großes Gehege gesetzt. Die haben hier echt viel Platz zum Rumrennen. Jetzt gucken wir mal nach unseren Säbelzahntigern, wie lange die brauchen für so eine Schwangerschaft. So, ihr geht's prima und hier sieht man, sie ist schwanger. Das ist doch ganz toll. Das wird der Renner, wenn dann Säbelzahntiger-Babys da sind. So, Schwangerschaftsdauer 3 Monate. Das ist gut, das geht bald. Na, die kriegen wir dann irgendwie demnächst noch zu sehen. So, jetzt sollte ich hier noch mehr bauen. Ich frage mich nur, wie ich das hier wieder klein kriege. Denn da drunter ist ja hier auch diese Nachrichtenliste mit den anderen, also wo ich das Gespräch von den Leuten kriege. Naja, vielleicht funktioniert es ja trotzdem noch. Irgendwas habe ich da falsch geklickt oder so. Ich drücke hier mit allen verfügbaren Maustasten rum und das wird einfach nicht kleiner. Na gut, müssen wir. Was ist das? Abbrechen? Abbrechen! Okay. Sehr gut gemacht. Prima. So, wo bauen wir das nächste Gehege hin? Wir wollen noch Schneeleoparden haben. Den könnten wir vielleicht hier was so mit dem kleinen Berg und so. Wirklich? Schneeleoparden? Ja. Ja. Dann kriegen die hier so ein Palisadenzaungehege hier so entlang, weil da ist ja irgendwie auch ein Weg. So, setzen wir hier mal an. Na toll. So, stopp. So, ja, genau, so schön entlang des Weges. Das mache ich mal ein bisschen kleiner. So. Die sind, glaube ich, auch deutlich kleiner als die Eisbären. So, passt du dahin oder da? Gut. Jetzt brauchen wir einen Tierpfleger. Oder wir machen erstmal so die Standardausrüstung. Ist die Frage, ob die auch Fleisch brauchen. Und was ist hier los? Ich würde mich gerne paaren. Der Boden ist mir zu weich. Brauchst du harten Boden zum Paaren? Harten Boden. Machen wir mal Boden, ja. Was könnte man nehmen? Stein? Auf jeden Fall ist Stein härter. Mache ich hier mal so ein bisschen Stein. So. Gut. Jetzt kümmere ich mich wieder hier um die Leoparden. Also eine Futterstelle brauchen die auf alle Fälle. Eine Wasserstelle brauchen die auf alle Fälle. Das brauchen sie ja alle. Die machen wir mal hier hin. Und ich denke mal, so eine Fleischfutterstelle kommt auch gut. Das sieht auch einfach cool aus, finde ich. Wenn das da so an so einem Felsen dranhängt. Uch. So. Und das sind ja schon auch recht große Raubtiere. So. Und was die sonst noch brauchen, können wir dann erfragen. Erstmal ein Tierpfleger. Ah, da gibt es jetzt nur noch die teureren. Tja, dann nehmen wir halt den. So. Stolpert da die Felsen runter. Ja, tut mir leid, du hättest vielleicht so rumrennen können. Und jetzt kaufen wir die Schneeleoparden. Oh, die sind schon etwas teurer.
Aber das ist ja auch was ganz Besonderes. Zwei Weibchen. So, gucken wir mal. Herdengröße 1 bis 8, Nachkommen pro Wurf und so weiter, Geschlechtsreife Alter 3 Jahre. Wahrscheinlich wird die dann auch springen wollen. Sie ist abgehauen. Stopp. Stopp, wo kann man das Spiel stoppen? Hier. Ist irgendwie mein Zaun undicht. Aber trotzdem erstmal wieder reinsetzen. So. Und jetzt drehen. Und gucken, wo mein Zaun undicht sein kann. Es sieht nicht undicht aus. Vielleicht brauchen die höhere Zäune? Gucken wir mal, wenn sie wieder abhaut. Und jetzt informieren wir uns nochmal. Ich fühle mich etwas allein. Zur Not kaufen wir halt noch ein Weibchen. Höhlen. Höhlen brauchen sie auch. Dann kaufen wir auch nochmal eine Höhle. Ja. Also erstmal kaufen wir noch eine Höhle und dann gucken wir, ob es da vielleicht irgendwann auch mal ein Männchen gibt. Höhle. Könnten wir dorthin packen. Höhle. So drehen. Okay. Oder lieber so drehen, dass die Besucher das ein bisschen reingucken können. So wenigstens so ein bisschen. Okay. Alleine. Ja, jetzt gucken wir mal das Angebot an. Kann man da eigentlich das aktualisieren? Nee. Tja, dann kaufen wir halt noch ein Weibchen. Dann gibt es natürlich erstmal keine Babys. Ich würde alles für etwas rohes Fleisch tun. Und erschöpft und durstig. Ja. Naja, das gucken wir mal, ob die zufrieden werden auf Dauer. Mehr Zuneigung. Brauchst du einen Entertainer oder so? Und hier, der Eisbär will noch mehr harten Boden haben. Der Boden ist mir hier zu weich. Okay, okay. Dann kaufen wir noch mehr Stein für dich. So. Naja, machen doch jetzt einen zufriedeneren Eindruck. Und hier, sie ist allein. Tja, naja, wir gucken einfach immer mal wieder. Das Fleisch ist richtig lecker. Ich bin sehr durstig. Okay, es gibt hier Wasser. Als nächstes kommen die Grizzlybären dran. Wo packen wir die denn hin? Ich denke mal, die packen wir hier so zwischen dieses Deko-Zeugs. Und das hier scheint mir irgendwie so steil. Also ich. Okay, was war das jetzt? Glückwunsch! Oh, Säbelzahntiger-Weibchen hat ein. Ein Baby. Koch. Oh, oh, oh. Oh. Stopp hier. Stopp, stopp. Ja, das ist ja allerliebst. Säbelzahnbabys. Na? Nee, die sehen lustig aus. Na kommt, lasst euch doch mal richtig angucken. Ihr Niedlichen, die sehen schon so ein bisschen so, finstere Augen haben sie. Jetzt gehen sie alle erstmal süffeln. Ah, wenn man das,
dann kann man das auch wegklicken. Das ist gut. So, jetzt warte ich noch, bis das dritte da auch dran ist. Und nicht abhauen, nicht abhauen, du anderes. Ich will doch mal einen Screenshot machen mit allen dreien. So. Ups. Mit der Navigation muss ich immer noch ein bisschen üben, muss ich gestehen. Merkt man ja wohl auch. So. Okay. So. Na, so ganz allmählich wird das doch mal was. Das ist jetzt immer noch kein optimales Bild, aber ja, immerhin habe ich jetzt die drei Säbelzahntiger-Babys da. Haben auch schon kleine Zähne. Okay, jetzt könnt ihr mal weiter schlabbern. Jetzt gucken wir mal, was sie sagen. Ich will meine Milch. Ich fühle mich etwas allein. Ich bräuchte mehr Zuneigung. Hier gibt es für mich zu wenig Pflanzen. Was für Pflanzen hättet ihr denn gerne? Die Milch müssten sie doch eigentlich von der Mutter kriegen. Na, das muss ich mal im Auge behalten. Aber Pflanzen könnte man vielleicht mal probieren. Pflanzen. So, hier in so einem Eisgehege. Was ist das? Kleine Azalee? Das wirkt alles nicht so, als wäre das Alaska-tauglich. Ein bisschen Farren vielleicht. Ich probiere es einfach mal mit ein paar Farnen. Da ist schon wieder ein Schneeleopard abgehauen. Nein, nein! Rein mit dir! So. Jetzt muss ich mal gucken, wo die abhauen. Toll. Sehr merkwürdig. Jetzt müsste ich es mal sehen, wie sie rauskommen. Das hier ist sowieso sehr steil. Vielleicht ist auch die Art von Zaun nicht geeignet. Tja, ich meine, so kann man ja den Zoo nicht eröffnen, wenn die regelmäßig abhauen. Ich meine, er will einen gruseligen Zoo haben, ein furchteinflößend, dann ist es vielleicht gerade richtig. Und ich guck mal, immer noch kein Schneeleopardenmännchen. Das ist ja schade. So. Und hier, tja. Na gut, dann arbeite ich jetzt mal an dem Grizzly-Gehege. Und vielleicht finde ich ja noch raus, wie die abhauen. Und die Babys, haben die jetzt mehr Pflanzen, mehr Pflanzen? Na toll. Da fragt man sich schon, was wollen die denn für Pflanzen? Großer Haselnussstrauch. Mal gucken, ob. Ja, der ist immerhin verschneit. Vielleicht sind sie damit ja zufrieden. Errungenschaftsfortschritt. Aha. Ne, dem ist es zu kalt. Dann stellen wir die bei den Bisons rein. Kann ich nicht versetzen. Also müssen die wieder verkauft werden. Sorry. Weil die Säbelzahntiger, die wollen's ja kalt haben. Probier's noch mal mit dem Farren. So, hier gefällt dir das besser. So. Jetzt guckt euch das an. Habt ihr das gesehen? Da haben die jetzt am nächsten Säbelzahntigerwurf gearbeitet.
Ja, und hier sagt einer, der Boden gefällt mir, geht es prima. Okay, aber der Boden ist wahrscheinlich irgendwie zu weich oder sonst was. Die Bisons, denen geht's ganz gut, aber vielleicht muss irgendwann mal ein Gärtner angestellt werden. Jetzt kommt aber erstmal das Grizzlybärengehege dran. So. Ja, dazu mache ich einfach vielleicht hier oben ein Gehege. Bis hierhin geht ja irgendwie der Weg. So. So ein Gehege irgendwie. So. Palisadenzaun oder gibt es noch höhere Zäune? Plexiglaswand? Laube? Laube klingt nicht so vertrauenerweckend. Tja, vielleicht. Ah ja, hier, die sind in einem Plexiglaswand. Hervorragend. Eisbärenweibchen 2 ist schwanger. Das ist gut. Dann hat das also geklappt. Ja, ich probier's mal mit einer Plexiglaswand. Und wenn die Leoparden weiterhin abhauen, tja, brauchen Grizzlybären Wasser? Keine Ahnung. Ich mache einfach mal so ein Gehege und dann schauen wir mal, wie die damit klarkommen. So. Und ein Plexiglas-Tor. So. Sehr gut. Jetzt, die brauchen bestimmt auch diese große Fleischfutterstelle. So, die machen wir alle in Eingangsnähe, damit der Tierpfleger da auch gut drankommt. Ob die auch eine Höhle brauchen, das werde ich dann gleich sehen. Und auch was die gerne spielen, werde ich sehen. Und ob die gerne noch was anderes essen. Also, Grizzlybären kaufen. So, Weibchen, 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 lauter Weibchen. Also geht's noch. So können wir ja gar keine Babys kriegen. Es ist recht kühl hier. Ja, wir sind hier in Alaska. Na, aber wenn ihr alle friert, dann machen wir euch hier eine Heizung rein. So. Machen wir das mal hier so rüber und dann können sie da hinten immer noch rumlaufen. Ach, das Budget gibt noch eins her. Okay. So. Und dann sollen die mal sagen, was sie so brauchen. Mir geht's prima, ist gut. Zu zweit ist es halt doch besser. Mir geht's prima, mir geht's prima. Gut. Ja. Ich würde mich gerne paaren. Hey, du hast dich gerade erst gepaart. Oh, geschlechtsreif. Das sind aber hier die Babys. Ich dachte, die wäre schon wieder schwanger. Nee, vielleicht haben sie es nur versucht und es hat nicht geklappt oder so. Und hier, der Boden ist mir zu hart. Na, dann machen wir ein bisschen weicheren Boden hin. Stein dürfte hart sein, Bodenhärte 90, Torf hat 40, Erde 60, nehmen wir ein bisschen Erde, so, zack. Okay, dann gucken wir mal, ob das besser kommt. Wo sind die Eisbären? Die stehen immer, das stehen immer im Wasser, das war also eine gute Idee, denen hier im Wasser das Gehege zu machen. Wie geht's euch denn? Ich würde mich gerne paaren, mir geht's prima. Du bist schwanger, du kannst dich außerdem paaren. Männchen, geschlechtsreif. Ah, da habe ich vielleicht bei dem Säbelzahntiger, bei dem Falschen geguckt. Weibchen, geschlechtsreif, nicht schwanger. Ja, dann sollen die sich mal paaren.
Und hier. Jetzt sind sie weg. Da ist schon wieder einer abgehauen. Sowas aber auch. Stopp. Wird wieder reingesetzt und ich glaube, die brauchen so ein Plexiglas-Ding. So, gehen wir hier hin und du gehst mal hier hin. Und ja, ich habe das ja jetzt gestoppt. Palisadenzaun, mal gucken. Kann man den verkaufen? Ja, da das Spiel gestoppt ist, dürfte das ja keine unangenehmen Folgen haben. So. Ach, da muss ich jetzt jedes Einzelteil Höhe 2 Meter. Gut, da kann ich mal gucken, ob die. Hier gibt es noch ein. Individualisieren. Oh, kann man noch anmalen. Schick, schick. Das will ich nicht, sondern verkaufen. So, weg mit dir. Okay. Hingemacht ist er schnell, verkauft ist umständlich. So. Und jetzt kommt stattdessen ein Plexiglaszaun hin. So. Ja. Okay, gut. Jetzt drehen wir das Ganze mal. Die Eisbären sind aber noch nicht abgehauen. Aber vielleicht können die Leoparden besser springen. Weil die sind ja leichter. So. Und dann muss ich mal bei den Details gucken, wie hoch die springen können. Ob das vielleicht eine Info ist, die ich irgendwie erhalten kann. Und es wäre schon schön, wenn es auch mal wie Mendel von denen zu kaufen gäbe. So. Jetzt aber. Okay. Und wenn sie zu den Eisbären rüberhüpfen, ist ja nicht so schlimm. So. Gucken, kann man da nicht mehrere markieren? Nö, kriege ich zumindest so nicht hin. Was ist hier? Angebot. Okay. Habe ich das nicht gut genug markiert? Jetzt aber. So. Und dieses Mini-Stückchen. Na komm. Jawohl. Und ich hoffe, dass sie dann nicht mehr abhauen. So. Jawohl. Sorry, dass ich jetzt hier so lange am Zaun löschen bin. Ich hoffe, es geht danach gleich interessanter weiter. Oh, und ich sehe gerade, die Episode ist auch schon wieder zu lang geworden. Okay, jetzt mache ich aber noch schnell den Zaun fertig. So, komm. So, den mache ich mal hier oben lang. Weil da geht es ja offenbar in einen kleinen Abgrund runter. So. Ja, jetzt gucken wir noch mal kurz. Der ist 2,10 Meter hoch. Das ist natürlich kein so großer Unterschied, aber vielleicht reicht es ja aus. Okay, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.